Emotionale Begegnung in Los Angeles. Arnold Schwarzenegger trifft freigelassene Hamas-Geiseln und deren Familien. Der Hollywood-Star ist ergriffen, ist den Tränen nahe. And I always want to be there for the Jewish people and for Israel. Der Ex-Gouverneur von Kalifornien empfängt die Überlebenden des Terrorangriffs vom 7. Oktober in seinem Büro. Es sei extrem wichtig, dass die Welt diese Geschichten höre, Schicksale, die jeden ins Mark treffen, auch den hartgesottenen Actionhelden. My dad was burned. His house wasn't. I was in his house, there was blood on the walls and on the floor, but the house wasn't burned, the body was. I don't want to know what they did to him. Organisiert hatte das berührende Treffen bei Schwarzenegger das Museum of Tolerance Jerusalem. Schwarzenegger hofft, dass er mit seiner Popularität dazu beitragen kann, dass die schrecklichen Schicksale auf der Welt gehört werden und so der Hass in der Welt langsam verschwindet.